Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park. Und wir haben als Aufgabe bekommen nun Mission Nummer 2, die erste haben wir ja gestern abgeschlossen, die Dinos zu fotografieren. Einer momentan, der schläft, und einen bräuchten wir, der sich sozialisiert. Da machen wir uns gleich mal auf die Suche. Und zwar nehmen wir das Ranger-Team und lenken mal selbst dorthin. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, hinter uns das große Areal, wo auch die Brachios zum Beispiel sind und die Parasauren. Da gehen wir schnell mal hin. Wir fahren mal hin und gucken, ob wir dort was fotografieren können. Gucken wir mal. So, Marsch. Ja, generell die Landschaft, wenn man im Auto selber durch die Gegend fährt, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Gerade wenn man auch hinten die Umgebung beachtet, das passt schon sehr, sehr gut. Ah, das sind die Brachios. Sozialisieren tut sich da gerade keiner. Die sind am Futtern. Schauen wir mal, hier ist ein bisschen mehr los. Hilft hier gerade wer? Gerade nicht, ne? Ist natürlich auch schön Tag gerade. Ist hier gerade irgendwer miteinander am Quatschen quasi. Wir gehen ein bisschen weiter weg, bevor wir die ein bisschen beunruhigen hier. Wenn wir zu nah dran fahren und dort stehen bleiben, dann fühlen sich natürlich nicht mehr sicher. Gucken mal. Wir können unter Umständen noch angegriffen werden. Gerade die Triceratopse, wenn die uns in der Nähe haben und uns nicht mögen, weil wir denen auf den Sack gehen oder auf den Nerven, dann greifen die uns auch ganz gerne mal an. Wollen wir mal Fotomodus schon mal? Gucken wir mal, was finden können. Schlafen legt sich hier keiner. Quatscht hier gerade irgendwer miteinander? Nee, die laufen durch die Gegend. Das sieht nach Sozialisieren aus. Nee, leider nicht. Generell nur Rufe gewesen. Wir müssen schon miteinander quasi interagieren. Ah, ich glaube, da legt sich aber gerade einer hin. Schläft, jawohl. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Wiederholen, die Spezies ist uns gerade egal. Es geht uns ja gerade nur ums Fotografieren. Von daher ist das nicht schlimm. So, jetzt brauchen wir nur sozialisieren. Das kommt in unser Archiv. Schönes Foto. Irgendwer hier gerade miteinander am Interagieren, eventuell da hinten die Gallimimusse. Da bleiben. Haben wir eine hohe Chance bei 5, die nebeneinander stehen. Das zählt noch nicht, glaube ich. Nee. Kommt, Jungs. Macht's mir doch nicht so schwer. Passt das? Sozialisiert sich, genau, da passt es. Okay, sehr gut. Gut, dann haben wir die Aufgabe geschafft. Sehr gut. Forschungsziel im Forschungszentrum, Maßnahme gegen Vermehrung. Ich glaube, da müssen wir die behandeln und alle von denen einmal mit einem Gegenmittel quasi Instinkte, die man trotz biologischer oder anderweitiger Manipulationen niemals überwinden kann. Erstens Überleben. Zweitens Fortpflanzung. Ja, das war's. Und ist nicht krank, okay. Durch uns Menschen kommt eine dritte Sache hinzu. Müssen wir da erst was entwickeln? Wir müssen ein Medikament erforschen, ja, um die Vermehrung der Dinosaurier zu verhindern. Sie konnten sich auf der Insel eine Zeit lang frei bewegen, deshalb haben sie sich wohl gepaart. Das wäre ein Rekurrenzplot. Was ist das genau? Obwohl die Welt ein ständiges Chaos ist, kann man Ereignisse vorhersagen, die trotz geänderter Ursprungsbedingungen wiederholt auftreten. Ein Organismus, der den Fortbestand seiner DNA sichern will, ist ein solches Ereignis. Schauen wir mal schnell in den Schutzbunker, wenn es hier anfängt zu stürmen. Bei Brautpaaren funktioniert das ja auch. Die beiden haben keine Lust? Auch an der Nahrung liegen. Ja, vielleicht. Zieht man aber in Betracht, was einige der Dinosaurier verspeist haben, hoffe ich das eher nicht. So. Schauen wir, also müssen wir erstmal das Gegenmittel entdecken und danach gehen wir auf die Suche, beziehungsweise müssen wir jede Gattung einmal quasi mit diesem Gegenmittel injizieren, beziehungsweise denen das injizieren. So, jetzt haben wir's. Alles klar, dann wollen wir mal. Fahrzeug lenken, auf geht's. Ich glaube, wir haben ein Medikament entwickelt, das die Dinosauriervermehrung stoppen sollte. Dr. Malcolm, können Sie die Verabreichung organisieren? Ein Ranger-Team wird sie mit Pfeilen beschießen, während ich das aus sicherer Entfernung begutachte. Ups.
Naja, gut, Zustand 100% passt noch, noch mal dagegen, sehr schön. Für Sie, Finch, machen Sie sicherlich eine Ausnahme. So, dann schauen wir mal, dass wir jede Gattung einmal finden. Da vorne ist der Brachio, den treffen wir natürlich aus guter, großer Entfernung, da er so riesig ist. Betäubungsgewehr und dann schauen wir mal. Ah, wie weit müssen wir hochzielen? So, passt es? Oder ein bisschen tiefer? Oh, der hat getroffen. Maßnahme gegen Vermehrung angewandt. Okay, angewahren. Sehr gut. Fahren wir ein bisschen weiter. Da vorne sind mal die Gullies. Die Triceratopse und die Paras. Okay, sehr gut. Treffer. Ne, der trifft auf jeden Fall nicht. Oh doch, okay. Na, jetzt kommen wir mal einen Kunstschuss. Ah, ein bisschen höher. Er kostet jetzt mal 3000. Ich meine, wir haben 4,7 Millionen. Na, jetzt fahren wir doch mal hin. Vielleicht klappt da doch nicht der Kunstschuss. Wir fahren mal hin. So, weil die hatten im ersten Teil, ja, im ersten Film ja entdeckt, dass sie sich doch fortpflanzen, die Dinos. Und daher müssen wir den da injizieren. Das war wieder noch zu niedrig, tief. So, jetzt passt das. Okay. Ich sehe gerade, wir haben den Schutzraum noch offen. Ups. Der Sturm ist vorbei. Dann können die natürlich auch alle wieder rauskommen. So, okay. Und weiter geht's. 4 von 5 haben wir. Jetzt kommen noch die Lofos. Die müssen wir noch... Den müssen wir noch das Gegenmittel spritzen. Wo sind sie? Müssen wir sie injizieren? Wo ist noch Tor? Hier links war es, ne? Genau. Und dann müsste es auch wahrscheinlich bald daran gehen, dass wir selber welche ausschlüpfen lassen können. Und momentan wir ja wirklich nur hier ein bisschen an Bestand aufnehmen und den Bestand wieder sichern. So, ist das das richtige Tor? Ich hoffe. So, nehmen die Lofos. Ne, ich glaube, wir sind gerade mal im normalen, genau, in unserem Areal, wo die ganzen Gebäude stehen. Ja, alle schön Reihe und Glied. Okay, Jungs. Gut, wo ist das Tor jetzt im Gehege? Mach mal Platz. Dankeschön. Da vorne ist es. Hey, aber wir brauchen anscheinend noch ein Tor, weil wir sind in einem Zwischengehege anscheinend. Ah, da hinten war's. Das habe ich nicht gesehen. Und rinne die Putze. Ich fand dich ja damals im ersten Film schon so unheimlich. Eigentlich im Prinzip die schlimmsten Dinos von allen, die das Gift verspritzen können. Wie war's? Betäubungsgewehr eher, okay. So, da haben wir sie. Machen wir aus gesicherter Entfernung. Da war sehr gut. Okay. Was ist jetzt los? Es passiert wieder, Hammond. Nein, ich werde es nicht zulassen. Darauf haben Sie möglicherweise keinen Einfluss, John. Finch, ich muss es wissen. Haben Sie einen Bericht? Es sieht so aus, als würde jemand die Computersysteme angreifen. Wir werden gehackt, John. Dr. Malcolm hat recht. Sehr gut. Der fehlerhafte Code betrifft auch das Stromnetz. Nein, nein, nein. Sagen Sie nicht, die Tore sind geöffnet. Tu ich nicht. Aber Sie sind es. Der Schutz hat oberste Priorität. Für Dinosaurier und Personal. Ich bin Personal, oder? Kümmern wir uns um das Stromnetz. Das sollte bei der Sicherheit des Personals helfen. Und ich bin natürlich Personal. Einige der Programmierer härten in diesem Moment den Code. Finch, Sie helfen uns dabei, die Belegschaft in Sicherheit zu bringen. Die Belegschaft, natürlich. Wohl noch überall. Das Personal. Wir müssen beeilen, bevor die ganzen ausbrechen, die Dinos. Und bei uns die ganzen Leute angreifen. Das kostet mich richtig Zaster dann. Okay, jetzt ist hier erstmal Urwald vor uns, sehr gut. Wo geht's hier lang? Hier anscheinend schon mal nicht. Zurück, zurück, zurück. Oh, hier sind überall nur rote Punkte. Achtung, Wetter schlägt wahrscheinlich um. Jawohl, Wetter schlägt auch noch um. Jetzt kommt alles gleichzeitig. So, Kraftwerk wird neu gestartet. Hier ist noch ein Tor. So,
So, jetzt haben wir noch 3 Punkte, ne? Dann fahren wir die zuerst ab, die sind zusammenliegend. Ich glaube, ich bin zu den Triceratopsen gewesen, das Gehege hier, das Tor. Ne, das war schon okay. Oh, für den Triceratoren. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Mal heile machen hier alles. Und die sind gerade eben Futtergehege drin. Ja, wir fahren einfach mal durch den Baum durch, gar kein Problem für uns. Sehr gut. Nein, fängt nicht dagegen, sondern so, eins noch. Los, na los. Da vorne ist das letzte. Okay, dann haben wir das. So, Spionageabwehr-Upgrade, Besucherzentrum, gut. Ich bin sicher, dass die Dinos keinen Zugang zu wichtigen Anlagen haben. Forschungsziel, Forschungszentrum, Spionageabwehr, okay. Wir haben Mängel in der Parkbetriebssoftware entdeckt. Ich frage mich, wie sie uns beim ersten Mal entgehen konnten. Sie haben die Löcher aber gestopft, oder? Es gibt eine neue Spionageabwehrsoftware, die nur noch einige Testläufe benötigt. Dr. DNA? Halten Sie die anderen Leute da raus! Mr. Hammond möchte dafür sorgen, dass die Dinosaurier in Sicherheit sind und sich wohlfühlen. Das sollte kein Problem sein. Sind aber alle in ihrem Gehege, wie es aussieht. Sollte kein Problem sein. Auch schnell hingekriegt alles. Keine in Jurassic Park getätigte Aussage ist so häufig und so falsch wie diese. Das System wurde neu gestartet und die Tore funktionieren wieder. Wir haben gerade gesehen, jeder ist in seinem Gehege. Wir haben es also rechtzeitig geschafft. Die Dinofos wäre ja wichtig gewesen, dass die im Gehege sind. Die Raptoren sind sowieso im Willitzer Raptor-Gehege. Da passiert sowieso eh nichts. Und hier sind auch alle im Gehege. Von daher alles gut. Oh, wie riesig dieses Gehege ist, ne? Das ist das Map-Ende quasi. Ihr könnt hier ganz rum. Ah, okay. Ist im Prinzip ein riesengroßes Gehege, das Außengehege. Alles klar. Gut. Forschungsziel haben wir geschafft. 13 Sekunden, da warten wir eben ab. Die Mission haben wir ja quasi schon erfüllt. Und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur noch rumfahren müssen, dass jetzt in diesem DLC ja noch ein bisschen anderes kommt, wie Ausbrüten oder generell auch mal die Pteranodons sehen. Würde ich schon mal ganz gerne. Ich bin mit den letzten Berichten hinsichtlich Parksicherheit zufrieden. Jetzt können wir uns der nächsten großen Herausforderung widmen. Den Dinosauriern. Ah, das wollte ich. Dafür müssen wir nach Isla Sorna reisen. Gut, jetzt geht's wohl ans Eingemachte. Da wollen wir hin. Wir nennen sie Anlage B. Sie war ursprünglich ein riesiges Gehege und Forschungslabor für unsere Dinos. Wir haben keine Kosten gescheut. Sie wollten wohl nicht alle Eier in einem Brutapparat aufbewahren, was, John? Nun, so kann man das sicherlich auch sehen. Und wie noch, John? Es geht um die Diversität der Umwelt. Mit anderen Worten, sie waren sich nicht sicher, ob sie auf Isla Nublar überleben würden. Darwins berühmteste Werke handeln von Spezies, die auf den Galapagos-Inseln lebten. Völlig isoliert. Ein weiterer Vorteil ist, dass uns nicht jeder ständig auf die Finger schaut. Und potenzielle Rettung ist auch nur ungefähr tausende Meilen entfernt. Sie sind immer so negativ, Dr. Merton. So, dann bin ich mal gespannt, was das erwartet. Wir haben schon mal Stegos gesehen, die haben wir auf der anderen Anlage gehabt, nicht gehabt. Schauen wir mal, was sollen wir machen. Immer sehr, sehr frei aus dem Gebiet hier, ne? Jurassic Park Ära freigeschaltet. Sandkasten und Herausforderungsmodus. Okay, den können wir also jetzt schon mal spielen. Okay, auf den Inseln, die in der Jurassic Park Ära gestartet wurden, können nur Jurassic Park Gebäude gebaut werden. Okay, das ist ein bisschen blöd, finde ich. Außerdem stehen ihnen dort nur die alternative Jurassic Park Wirtschaft und die entsprechenden Dinosaurier zur Verfügung. Finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht mixen kann. Aber gut. Erst widmen wir uns den wichtigen Dingen. Cabot. Ja, Sir, Mr. Hammond. Ich denke, wir brauchen eine neue Operationsbasis. Einen Ranger-Außenposten und ein Besucherzentrum vielleicht. Wäre ein gutes Hauptquartier.
Gut, das heißt, wir haben Mission 2 abgeschlossen. Dann machen wir Mission 3 beim nächsten Mal weiter. Da wird es dann auf jeden Fall schon mal spannender, weil wir dort auch die ganzen Sachen bauen dürfen. Ich denke mal... Ach, das ist generell die Anlage hier? Ah, okay, das ist die Anlage. Okay. Alles klar. Okay, dann machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Wir machen hier an dieser Stelle einen Cut. Beide von dieser Insel? Und würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst und den Kanal kostenlos abonniert, damit ihr Bescheid wisst, wann es das nächste Mal weitergeht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.